Kinder, geht das auch ein bisschen leiser? Jetzt sehe ich mal das Schaukelpferd. Nein, da bin ich jetzt drauf. Ach Mann, das ist so gemein. Was ist denn heute los? Wechselt doch bitte ab mit den Spielsachen. So, jetzt ist das Auto wieder sauber. Jetzt bringe ich schnell den Staubsauger ins Haus und dann muss ich auch schon wieder zur Arbeit. Die Mittagspause ist gleich rum. Tschüss, ich muss wieder ins Büro. Tschüss, Papa. Oh, die Kiste hätte ich ja fast vergessen. Die muss ich natürlich wieder einladen. Am besten ihr beide spielt jetzt mal draußen im Garten. Frische Luft tut euch bestimmt gut. Die Kiste mit Spielzeug steht draußen. Na gut. Hey, passen Sie doch auf! Mann, das gibt's doch nicht. Wie kann man hier nur so schnell fahren? Martin, es wurde gemeldet, dass ein Raser unterwegs ist. Er hat schon mehrere Fußgänger gefährdet. Der müsste dir demnächst entgegenkommen. Kannst du dich um den kümmern? Aha, ein Raser. Klar, mache ich. Ich baue hier schnell eine Kontrolle auf. Was sollen wir spielen? Wir könnten im Sand spielen. Okay. Warum steht die Kiste mit den Sandspielsachen denn hier vorne? Ah, zum Glück habe ich die Kiste noch eingepackt. Oh, was? Sandspielsachen? Oh, da ist ja neues Spielzeug drin. Das muss die Mama da reingemacht haben. Ach Mist, jetzt muss ich ihm aber schnell hinterher. Sollen wir Polizeikontrolle spielen? Ja, das macht Spaß. Alle, die hier bei uns vorbeikommen, werden kontrolliert. Da kommt schon jemand. Hallo Paul, hallo Alex. Was macht ihr denn hier? Halt, Polizeikontrolle. Wo kommt ihr denn her? Wir waren bei Oma und Opa. Aha, und was hast du da in der Hand? Das habe ich gebastelt. Sieht schön aus, oder? Ja, ist da was drin? Ja, Oma hat uns ein paar Bonbons geschenkt. Oh, dürfen wir auch welche haben? Mach doch bei Oma eine Hausdurchsuchung. Vielleicht findet ihr dabei ja Bonbons. Keine schlechte Idee. Aber nee, heute machen wir lieber Verkehrskontrolle. Also, wir müssen jetzt wieder weiter. Stopp, wenn ihr uns ein Bonbon gebt, dürft ihr durch. Na gut, dann hier ein Bonbon für jeden. Danke. Tschüss. So eine Polizeikontrolle macht echt Spaß. Finde es auch. Da kommt ein Auto. Ach Mann, das ist einfach an uns vorbeigefahren. Hat uns überhaupt nicht beachtet. Wir könnten noch ein Absperrband anbringen, damit alle anhalten. Da kommt jemand. Halt, Polizeikontrolle. Hey, was soll das, ihr kleinen Hühner? Du bist mit einem Skateboard unterwegs und hast keinen Helm auf. Das geht nicht. Ja und? Ich kann super Skateboard fahren. Wieso sollte ich dann meinen Helm aufsetzen? Das geht trotzdem nicht. Deinen Ausweis bitte. Jetzt mal langsam. Ich habe meinen Ausweis doch nicht dabei. Den hat meine Mama. Ich habe nur einen Schülerausweis. Dann den Schülerausweis. Ihr seid ja vielleicht lustig. Hier, bitte. Auf diesem Foto hast du ja gar keine lila Haare, sondern schwarze. Ja klar, meine Haare sind doch gefärbt. Aha, warum? Weil ich es schön finde. Oder weil du vielleicht nicht erkannt werden willst, weil du vielleicht etwas angestellt hast. Nein, so ein Quatsch, lasst mich. Jetzt wird es mir echt zu bunt mit euch zwei. Also, die müssen wir im Blick behalten. Ja, die ist irgendwie komisch. Hallo, ihr beiden. Spielt ihr Polizei? Halt, Lisa. Das ist eine Polizeikontrolle. Wo gehst du hin? Ich hab mit Lena abgemacht. Was wollt ihr machen? Das geht euch nichts an. Jetzt lasst mich durch. Nein.
gehe ich eben durch den Garten. Ach Mann, Lisa, du könntest wirklich ein bisschen mitspielen. Da kommt Lukas auf seinem Fahrrad. Hey Jungs! Halt, Polizeikontrolle! Wo fährst du hin? Ich muss Malte die Hausaufgaben bringen, der ist nämlich krank. Hast du in deinem Rucksack irgendetwas Verbotenes drin? Haha, was soll denn die Frage? Aber wenn ihr es wissen wollt, nein. Ich habe nur die Hausaufgaben dabei. Aha, aber dein Fahrrad hat kein Licht und keine Reflektoren. Damit sieht man das nicht, wenn es dunkel wird. Aber jetzt ist doch hell. Das ist egal, du bekommst jetzt einen Strafzettel. Ein Strafzettel? Wow, das sieht ja voll echt aus. Also Jungs, ich muss jetzt weiter. Malte wartet auf mich. Hey, du darfst mit diesem Fahrrad nicht weiterfahren. Das ist nicht sicher. Macht's gut. Halt! Was? Ein Nagelband? Das sieht ja alles richtig echt aus. Woher habt ihr das denn? Aus unserer Spielzeugkiste. Solches Spielzeug hätte ich auch gerne. Tja, aber jetzt muss ich wirklich los. Tschüss. Meinst du, Paul, es ist gar kein Spielzeug? Oh, da kommt aber ein schnelles Auto. Das ist viel zu schnell. Oh, du meine Güte. Sind Sie verletzt? Oh nein, was ist denn hier los? So, Sie kommen jetzt mal schön mit auf die Polizeiwache. Danke, Jungs. Ihr habt den Raser gestoppt. Aber wisst ihr, eigentlich ist das ja kein Spielzeug. Ich hatte aus Versehen die Kisten vertauscht. Oh oh. Diese nehme ich jetzt schnellstens wieder mit. Und am besten erzählt Mama nichts davon. Ja, das gibt nämlich sonst mächtig Ärger. Oh oh. Wenn euch unsere Geschichte gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Und wenn ihr weiterschauen wollt, dann könnt ihr euch hier gleich die nächste Geschichte aussuchen. Bis bald. Tschüss.